PlayStation 2. Koi Presents. Produced by Omega Force. Das war jetzt schon mal wieder einiges. Dies ist ein legendärer Krieger. Doch zur Zeit der drei Reiche gab es noch einige andere legendäre Krieger, die in die Geschichte eingingen. Zeige mir die Ereignisse dieser Krieger. Nach diesem epischen Intro kann ich jetzt endlich sagen, willkommen zu meinem neuen Let's Play Projekt, willkommen zum besten Spiel der Welt, willkommen zu Dynasty Warriors 3. Oh Mann, was habe ich diesen Tag herbeigesehnt und jetzt ist es endlich soweit. Ich Let's Player Dynasty Warriors 3. Das Spiel meiner Kindheit. Alter, es ist so genial, dieses Game. Seit ich 6 Jahre alt war, habe ich dieses Spiel gespielt, bin in die DW-Reihe reingekommen und habe es zu Anfang an geliebt. Durch eine Demo, die irgendwie bei einer Spielezeitschrift beilag, die mir geschenkt wurde, habe ich Dynasty Warriors 3 kennengelernt und musste es sofort danach haben. Und nachdem ich es hatte, habe ich sowas dann durchgesuchtet. 2001 ist erschienen und ich fand es so geil. Ich wollte gar nicht Dynasty Warriors 4 haben, wo es rauskam. Ich habe es ignoriert. Ich habe weiter hier schön Dynasty Warriors 3 gespielt. Erst mit Dynasty Warriors 5 bin ich dann wieder in die DW-Serie richtig reingestiegen. Aber so lange habe ich wirklich Dynasty Warriors 3 gespielt, weil es mich so fasziniert hatte, weil ich es so geil fand und weil es mir nie langweilig wurde. So ist es einfach. Und deswegen habe ich wirklich 4 Jahre aktiv DW3 gespielt und sowas von richtig krass. Wenn ich die Hülle öffne, ist sie sowas von ausgeleiert. Schau, richtig brüchig, möchte man meinen. Obwohl ich meine Spiele immer pfleglich behandle. Trotzdem, es ist sowas abgenutzt. Einfach, weil es immer wieder benutzt wurde. Jeden Tag. Immer wieder. DW3, 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 DW3. Andere Spiele waren nicht mehr wichtig. Hauptsache, ich hatte mein DW3. So war es wirklich. Und ungelogen, wenn ich hier eine Zeitangabe machen müsste, wie lange hast du das Spiel ungefähr gespielt? Ich würde sagen, mindestens, jetzt pass auf, mindestens 20.000 Stunden. Mindestens, Freunde. Ich kann es nicht in Worte fassen, wie lange ich mit diesem Spiel meine Zeit verbracht habe. Das ist meine Kindheit. Deswegen nehme ich mir vor, nicht nur die 100% hier zu machen, sondern auch das allerbeste DW3 Let's Play auf YouTube zu bringen, was es jemals gegeben hat. Und was es in 500 Millionen Jahren auch geben wird. Es soll immer das beste DW3 Let's Play werden. Und da gebe ich wirklich alles. Weil das ist mein Spiel. Das ist das beste Spiel. Ich möchte es unbedingt so gut hinkriegen, wie es nur geht. Informativ, spaßig und herausfordernd. Ich werde es im schweren Modus spielen. Ich möchte alle Tricks hier offenlegen. Und ich denke, das ist doch wohl das Mindeste, was ich euch hier abliefern kann. Ich als DW3-Experte. Ihr seid gehypt. Ich bin gehypt. Ich habe den Tag so lange herbeigesehen und jetzt ist es endlich soweit. Ich Let's Play DW3. Mein absolutes Lieblings-DW und mein absolutes Lieblingsspiel. Hammer. Doch einen Zusatz gibt es. Ich werde das Spiel jetzt wieder ausmachen. Warum machst du das Spiel aus? Ich dachte, du feierst es so. Ich habe jetzt hier DW3 gestartet, aber ich möchte das direkt mit Extreme Legends verknüpfen, weil da haben wir noch mehr Möglichkeiten, noch mehr Items und noch mehr Waffen.
Und das werde ich machen. Also, WW3 Extreme Legends kommt natürlich im Anschluss. Das sind noch ein paar extra Level. Aber wie, ich möchte mich in diesem Let's Play jetzt erstmal nur auf die normalen Level, die normalen Schlachten beschränken. Und, naja, trotzdem möchte ich das jetzt schon verknüpfen, weil wir dann einfach mehr Möglichkeiten haben. Ihr werdet schon sehen, ich werde es nur alles erklären. Dann gibt es zum Beispiel auch den Leibwache-Krieger-Modus. Da hat man nicht den typischen Leibwächter, die man aus DW2 kennt. Aber dazu später mehr. Wie gesagt, ich resette, bis gleich. Jo, Freunde, ich habe die Spiele verknüpft. Wer sehen will, wie das Ganze geht, der kann ja mal mein erstes April-Video von 2015 auschecken. Da habe ich das Ganze so ein bisschen aufs Korn genommen. Sehr, sehr witzig, das Ganze. Aber nun gut, jetzt haben wir die ganzen Special-Features, mehr Waffen, mehr Items und noch ein anderes Feature, aber das ist nicht ganz so wichtig. Bevor wir jetzt aber starten möchten, hier mit dem Musumus, mit dem Story-Mus, möchte ich kurz noch was in der Option auschecken, nämlich den Schwierigkeitsgrad. Ich persönlich privat spiele immer auf sehr schwer, denn der sehr schwere Modus ist absolut krank. Es ist die größte Challenge, die man als DW-Spieler haben kann. Ein einzelner Armbrustschütze macht ein Drittel des gesamten Energiebereiches Schaden. Das ist so unfassbar krank. Ich habe alle Offiziere maximal gelevelt. Ich habe die besten Waffen und trotzdem ist dieser Schaden noch da. Es ist so unfassbar schwer. Die Verbündeten sterben sofort. Man ist praktisch die ganze Zeit auf sie allein gestellt und hat diese unfassbar starken Gegner gegen sich. Das ist wirklich unglaublich schwer. Da muss man sowas von konzentriert sein und deswegen ist es nicht Let's Play geeignet. Deswegen stelle ich es runter auf schwierig. Der schwere Modus in den alten DWs ist auch mega krank. Die Gegner machen viel Schaden. Die normalen Truppen sind gefährlich. Und die Offiziere sowieso. Die Key ist nicht dumm. Die Gegner passen richtig auf und man selber muss auch richtig aufpassen. Aber mit den guten Waffen und mit den maximal gelevelten Charakteren sollte das machbar sein. Trotzdem ist immer noch eine gute Challenge. Ich hoffe, ihr freut euch, dass ich das hier auf schwer mache. So, neues Spiel, der Story-Modus. Freunde, los geht's, der Hype ist real. Ich fange natürlich wieder an mit der Schuh-Story. Wie ich es auch immer tue. Aber bevor wir das machen, möchte ich erst noch die Charaktere, die neu dazugestoßen sind, kurz erwähnen. Also, in Dynasty Wars 3 sind wieder einige Charaktere dazugestoßen. Nicht einmal die Chiao-Schwestern, Dachio und Xiaqia. Sun Tzu, der ältere Bruder von Sun Quan. Dann haben wir Genji, Zhang He und Xu Huang bei Wei. Bei Shu sind leider nur Pang Tong und Wei Yan dazu gestoßen. Das waren soweit alle. Wenn man die anderen auslässt, die anderen werden hier nicht angezeigt, weil die nur in Extreme Legends auswählbar sind für die Story. Zu den anderen Charakteren neu dazu gestoßen sind die ganzen Nan-Man-Truppen, sprich Meng Huo und Zhu Rong. Und jetzt kommt der Hammer, die Mystiker, Muwa und Fuxi, die eigentlich gar keine wichtige Rolle in diesen Spielen spielen, aber die praktisch als Schmankerl noch dabei sind. Und das finde ich sehr, sehr geil, weil die Mystiker, Fuxi und Muwa, die tauchten ja später in Warriors Orochi 2 und Warriors Orochi 3 wieder auf. Aber in DW nie wieder. Deswegen bleibt das hier wirklich ganz, ganz der Ausnahmefall, dass Fuxi und Muwa hier spielbar sind. Gut. Shoe Story. Ich habe mir gar keine Gedanken drüber gemacht, mit wem wir spielen. Ciao, Jung hat wahrscheinlich DW2. Vor allen Dingen mag ich ihn in DW3 gar nicht. Zhuge Liang, Liu Bei wäre zu zeitaufwendig, weil die haben dann irgendwie 12 Schlachten oder sowas und die sind bekloppt. Jiang Wei mag ich nicht, Wei Yan wäre noch ganz cool, Pang Chong, naja, hat eigentlich nur eine wichtige Schlacht, deswegen finde ich sinnlos. Huang Zhong finde ich, ist sehr blöd in der alten DWs, weil er den Bogen nicht hat, hier auf dem Bild zwar schon, aber naja, er kämpft nur mit dem Schwert. Ma Chao ist ein guter Kandidat, wobei, wenn wir Ma Chao nehmen, fangen wir nicht mit der Aufstand der gelben Turbanen an. Und ich möchte das Let's Play schon mit der Aufstand der gelben Turbanen beginnen, weil damit fing halt wirklich alles an. Zhang Fei wären Kandidaten, sehr guter Kandidat und natürlich Guan Yu. Guan Yu, das ist ein bisschen tricky. Im Laufe der Geschichte hat Liu Bei die Provinz von Tao Qian geerbt, weil die beiden waren Best Friends und Tao Qian starb. Hat Liu Bei dann die Provinz gegeben, ein paar Offiziere sind auch zu ihm dann gegangen
Und rucki zucki wurde Liu Bei auch schon angegriffen von Cao Cao. Ne, Cao Cao hier, der Kaiser von Wei. Böser, böser Mensch. Hier wird immer ein bisschen böse dargestellt in BW. Ja, wurde Liu Bei angegriffen und ja, Liu Bei hatte keine Chance, war zahlenmäßig unterlegen. Und Liu Bei hat beschlossen zu fliehen. Gemeinsam mit Zhang Fei und Guan Yu wollte er aus der Schlacht entkommen, aber Cao Cao war schneller da, als er dachte. Deswegen hat Guan Yu beschlossen, seinen Schwurbrüdern Zhang Fei und Liu Bei die Flucht zu ermöglichen. Er hat sich praktisch Wei in den Weg gestellt, damit die anderen beiden fliehen konnten. Die beiden anderen sind zu Yuan Shao geflohen und Guan Yu blieb zurück. Er wurde von Cao Cao, von Wei, gefangen genommen und es gab einen Deal. Solange er Zhang Fei und Liu Bei nicht wiedersehen würde, würde er im Dienste von Cao Cao, im Dienste von Wei stehen. Und so war es auch. In der nächsten Schlacht, große nächste Schlacht, die da bevorstand, war die Schlacht von Guan Yu gegen Cao Caos Erzrivalen Yuan Shao. Und da kämpfte Guan Yu tatsächlich an Cao Caos Seite. Er kämpfte für Wei. Und ich habe jetzt Schiss, dass wir tatsächlich hier auch die Schlacht von Guan Yu drin haben. Und ich denke, das wird so sein. Dann kämpfen wir für Wei und wenn wir die Wei-Story machen, haben wir vielleicht nochmal die Schlacht von Guan Yu auf der Seite der Wei und das wäre ziemlich dumm. Deswegen fällt Guan Yu hier weg und es bleibt nur Zhang Fei. Freunde, wir spielen mit Zhang Fei das Ganze durch. Alternatives Outfit wäre in Blau, was ich ziemlich bescheuert finde, weil dann würde jetzt Cao Cao dienen. Ey, hat Guan Yu auch ein blaues Outfit? Das wäre wiederum cool. Nö, das hat er nicht, ein rotes, was ein Schwachsinn. Na gut. Los geht's, Freunde! Das beste Spiel beginnt. Beginnt nicht mit dem Aufstand der gelben Turban, okay. Schlacht am Ulaotor, Winter 191 nach Christus. Ich schlage Yuan Shao vor. Gut. Ich werde annehmen. Ich trete die Position als Oberkommandant an. Ich schwöre, den Verräter Dong Su endgültig zu vernichten. Unsere Verbündeten haben mit dem Angriff begonnen. Ich werde euch begleiten. Wunderbar, die Zwischensequenz. Vergleicht das mal mit DW2. Die Grafik und die gesamte Tiefe in der Zwischensequenz. Viel, viel geiler geworden. Sowas von cool. Also, zur Hintergrundstory gleich noch mehr. Ja, gelbe Turban, es fängt Sony mit der gelben Turban an. Er hätte ja auch mit Ma Chao spielen können. Wobei, das wäre dann noch weiter angefangen. Ich glaube, es fängt sogar mit Chang Ban an. Ich bin mir nicht mehr sicher. Und dann wäre noch mehr ausgelassen worden. Dann ist es schon richtig, dass wir es mit Zhang Fei machen. Ich möchte es zusammenfassen. Aufstand der gelben Turban ist schon wichtig, die Vorgeschichte. Der Aufstand der gelben Turban, also Zheng Yao, Anführer der gelben Turban und Anführer der Sekte Weg des Friedens, wie er es genannt hat. Hat sich gegen die Han-Dynastie gestellt. Han-Dynastie waren die kaiserlichen Truppen. Oberbefehlshaber war Hye-Jin. Weil er mit der Regierung nicht zufrieden war, er hat das gesamte Land in Chaos und Aufruhr gestürzt. Er hat Städte in Brand gesetzt und so weiter und so fort. Hat halt mächtig viel Ärger gemacht. So friedlich war die Sekte wohl doch nicht, wa? Und ja, die Han waren sich einig, Zheng Yao muss beseitigt werden. Haben dann, ja, die Rebellion gestartet gegen die gelben Turbane und haben die gelben Turbane aus dem Weg geschaffen. Viele Offiziere haben sich da einen Namen gemacht. Cao Cao. Liu Bei. Wobei der nicht so anerkannt wurde, weil er nur als einfacher Söldner der Armee beitrat. Hye Jin als Oberkommandeur natürlich. Und natürlich auch Sun Jian, der Tiger von Jiang Dong. Sowie aber auch Dong Zhuo und Yuan Shao. Die eigentlich nie bei DW, bei gelben Turbanen dabei sind. Nur in manchen
What-If-Szenarios, wenn man dann für die gelbe Tourbahn spielt, dann tauchen die manchmal als Gegner auf. Yuan Shao und Tong Zhuo. Bei DW5 glaube ich auch. Aber auf jeden Fall ist es wichtig, dass ihr merkt, Dong Zhuo hat sich einen Namen gemacht. Das ging dann weiter. Dann gab es die 10 Eunuchen, die haben den Kaiser missbraucht. Und das Land ebenfalls wieder in Chaos gestürzt. Und Yuan Shao und Dong Zhuo wollten sich dann aufmachen, die 10 Eunuchen zu besiegen, sowie auch He Jin. He Jin geriet in einen Hinterhalt und starb. Das war das Ende von He Jin. Und Dong Zhuo, der konnte sich da den größten Namen machen. Er konnte die 10 Eunuchen alle besiegen und töten. Er wurde zum neuen Oberkommandeur, der Han. Und diesen Posten missbrauchte er ganz, ganz fix. Er wurde praktisch zum Tyrann. Er hat seine Untertanen tyrannisiert und hat seine Machtposition richtig ausgenutzt. Er hat Unschuldige einfach so töten lassen und hat seine Macht immer weiter gefestigt. Er hat Lu Bu durch sein Reichtum angeheuert. Lu Bu war ein Unteroffizier von Ding Yuan. Und Ding Yuan war sein Adoptivvater, also der Adoptivvater von Lu Bu. Durch diese Anzahl an Gold und durch das spezielle Pferd Red Hare, was das schnellste Pferd im Lande war, konnte Dong Zhuo Lu Bu dazu bringen, seinen Adoptivvater Ding Yuan zu töten und zu verraten. Durch das Pferd Red Hare und durch diese massige Anzahl an Gold trat Lu Bu, der mächtigste Krieger of all time, Dong Zhuo bei. Damit war seine Macht eindeutig und die Gefahr im Land war da. Cao Cao und Wang Yun waren Berater Dong Zhuos. Die erkannten es ganz fix, dass es eine Gefahr wird. Wang Yun sprach mit seinem Adoptivvater Dio Chan, später auch nochmal mit Lu Bu zu reden. Also Wang Yun hat dann so gesagt, ja Dio Chan, mach dich mal ein bisschen an Lu Bu ran, dass der irgendwie Dong Zhuo dann durch die Liebe zu dir tötet. So ist sie auch später gekommen. Aber zu diesem Zeitpunkt beim Hu Lao Tor war es eben halt noch nicht so. Gut, Cao Cao hat sich aufgemacht, die mächtigsten Helden im Land zusammenzutrommeln. Liu Biao zum Beispiel hat auch erst zugestimmt, aber später hat er dann gesagt, nee, hatte wohl doch ein bisschen zu viel Schiss vor Lu Bu. Aber Gong Sun San, Yuan Shao, Sun Jian, Cao Cao selber und Liu Bei waren gewollt, hier an dieser Schlacht teilzunehmen und der Bedrohung Dong Zhuo gegenüberzustehen. Lange wurde debattiert, wer dann wirklich der Oberbefehlshaber ist, ob es Cao Cao oder Yuan Shao ist. Letztendlich hat Cao Cao beschlossen, wie man es in der Zwischensequenz gesehen hat, dass es dann Yuan Shao ist. Yuan Shao ist jetzt hier der Oberbefehlshaber der kaiserlichen alliierten Truppen. Wer auch noch dabei ist, ist Yuan Shu. Den sieht man hier unten, der wird ruckzucki sterben. Ganz, ganz gefährlich. Aber dazu später mehr. Ja, das war die Hintergrundstory, Freunde. Ganz schön viel, aber ich möchte das jetzt so detailliert machen, weil es einfach DW3 ist. So, jetzt haben wir hier die Waffen. Das ist die fünfte Waffe, die gibt es nur in DW3 Extreme Legends. Es muss aber nicht immer sein, dass die fünfte Waffe besser ist als die vierte. In diesem Falle finde ich sogar die vierte besser, weil hier bekommen wir mehr Abwehr. Und Abwehr ist das Wichtigste im Schwere-Modus. Was würde es denn bringen? Hier hätten wir natürlich das Feuerelement. Ich werde es mal durchswitchen, aber für diesen Modus, für diese Schlacht jetzt, ist Abwehr sehr wichtig, weil wir kämpfen gegen Lu Bu. Musu Maximum HP. Bogenabwehr. Bogenabwehr ist auch immer super geil. Musu aufladen. Ah, nicht schlecht. Ist eher so ein bisschen speziell. Und hier haben wir die Abwehr zu Pferd. Ist natürlich unnötig. Musu aufladen, trotzdem Angriff, Abwehr. Das sind so Basic-Sachen. Also, objektiv betrachtet ist diese Waffe sogar besser. Aber für diese Schlacht empfehle ich diese. Weil die Abwehr einfach noch mehr erhöht wird. Und sonst stirbt man gegen Lu Bu. Ich sag's euch. Lu Bu wird jetzt auch eine Challenge. Equipment. Feuersturmsattel. Sehr wichtig. Mit ihm sind wir schnell. Ganz, ganz wichtig, Freunde. Der Schlangenamulett. Achso, wir haben es schon drin. Sonst sind wir den Gegnern gnadenlos ausgeliefert. Wir brauchen Abwehr im schweren Modus. Sonst sterben wir ruckzuck. Tiger-Amulett für mehr Schaden, sehr gut. Musu aufladen, plus, ja, kann man nehmen. Vielleicht finden wir noch was Besseres. Bogenabwehr ist auch sehr wichtig im schweren Modus. Weil der Pfeilschaden von den Gegnern einfach nur unfassbar krass ist. Ich überlege,
das Donnerpergament reinzunehmen, weil dann hätten wir eine erhöhte Schnelligkeit. Und sind nicht Lubu direkt ausgeliefert. Ich überlege sogar, auf Feuersturmsattel zu verzichten und hier das Donnerpergament reinzunehmen. Es gibt so viele Items. Spring plus, Musu plus, HP plus, Huangs Bogen, das ist Bogenangriff plus, auch hier haben wir wieder unseren Bogen. Kaiserliche Sattel, kann alle Pferde reiten. Weil manche Pferde in diesem Spiel schmeißen einen auch wieder vom Sattel. Mit diesem Sattel können wir einfach jedes Pferd abluchsen. Hier beginnen wir auf dem Pferd von Liu Bei. Das ist das Pferd von Lubu, was natürlich besser ist. Darum ist dieses Item eigentlich unnötig. Wenn man beide gleichzeitig ausrüstet, dann stehen beide Pferde da. Musu-Elixier. Dass die Musu-Leiste sich schnell erfüllt. Hier erhöhte Range, Glück, bessere Drop-Rate von Items. Abwehr zu Pferd, Angriff zu Pferd. Axt des Kriegsgottes, also die Power-Ups halten länger. Leibwachen werden stärker, auch sehr nice. Musu-Weg, immer der wahre Musu, also der Musu ist immer so stark, wie wenn er in einem roten Bereich wäre. Angriff mal 2, das war das schwerste Item zum Freispielen, glaube ich. Mal 2 bei Todesnähe, also im roten Energiebereich. Abwehr mal 2 im roten Energiebereich oder was. Das 1 zu den Beinen war super schwer freizuspielen. Flammenpfeile, immer Feuerpfeile, auch super genial. Verhindert Stolper nach Verteidigung. Weiß nicht, was das jetzt so ist. Nicht so wichtig. Das ist, dass man immer das Button Smashing gewinnt, ist auch nicht wichtig, wenn man es kann. Hohe Punktzahl ist einfach nur random, für Fun. Überrolle alle Feinde mit einem Pferd. Ja, ist jedes Pferd so stark wie ein Elefant. Doppelter Angriff. Aber Abwehr fällt bei K.O. Naja, ist so ein Risiko. Kein Schwindel nach starkem Angriff. Also, man wird nicht gestunt. Aufladen. Also, wenn man mit Kreis kann man ja auch den Musu selber aufladen. Geht dann halt schneller. Bergbeutel. Mehr Heilung durch Fleischbällchen. Mehr Pfeile vor Anfang an. Goldenes Hafttier verhindert den Fall vom Pferd. Achso, Pfeile können einen nicht vom Pferd holen. Das ist auch ziemlich sinnvoll. Blitzpfeile, das werde ich auch mal abchecken. Habe ich selber noch nie ausprobiert. Siegel der Dunkelheit. Kaiserliche Siegel hat doppelte Wirkung. Das heißt, wenn man kaiserliche Siegel findet, geht es 20 Sekunden. Also 20 Sekunden lang unendlicher Musu. Das ist awesome. Beast-Sound zeigt Position des Pferdes an. Das ist auch ganz cool. Das gibt es ja in DW8 jetzt immer als Schmankerl. Hier muss man es ausrüsten. Erhöht ihre Art, mit der die Moral der Einheiten steigt. Das ist auch super. Sterben die Verbündeten nicht so schnell. Göttlicher Anschuh. Holt das doppelte Angriffs-Item und sogar bewachende Feinde nehmen Schaden. Nicht schlecht. Das ist richtig unnötig. Automatischer Ausweichsprung kann man auch selber mal mit L1. Legendenrolle, Schaden für bewachende Feinde durch deinen Musu-Angriff. Schaden für bewachende Feinde durch deinen Musu-Angriff. Hä? Einfach noch mehr Schaden für Musu, oder was? Ja, okay. Kein Zurückfallen bei Pfeiltreffer. Also von Pfeilen kann man dann nicht so leicht gestunt werden. Ich glaube, wir belassen das hierbei. Musu offline, ja, das brauchen wir gegen Lubu. Leibwachen, wie sieht's hier aus? Die Schuhwache haben wir natürlich drin. Angriff. Bogentyp. Oh, Bogentyp, seriously? Na gut, meinetwegen. Ich könnte hier auch umswitchen. Armbrust, ne? Kann man auch hier die Ausrüstung wechseln, weil hier selbst die Leibwachen haben Ausrüstungsgegenstände und es ist so awesome, Freunde. Man kann den Leibwachen Waffen geben. Das ist einfach nur geil. Das gibt's nur in DW 3. Wobei in 4 glaube ich auch, oder? Bin mir da unsicher, weil 4 habe ich eben halt nicht so gespielt. Bogenangriff plus und den Bogen. Ich belasse es jetzt mal dabei. Die Bogenwachen verhalten sich wirklich passiv, bleiben im Hintergrund. Und das ist ziemlich gut. Weil sonst sind das ziemliche Draufgänger. So, Yuan Shao da oben, Dong Zhuo. Also Yuan Shao darf nicht sterben, Dong Zhuo da unten im Hula-Auto. Er verschanzt sich, der alte Tyrann. Große Fresse und nichts dahinter. Wenn wir reinkommen, ist der Rückzug down, aber wir müssen erstmal reinkommen. Das ist auch schon das Problem, Freunde. Yuan Shao. Gong Sun San, Liu Bei, Sun Jian, Cao Cao. Yuan Shu, den möchte ich retten, ich versuch's. Hier haben wir Dong Zhuo als feindlichen Feldherr. Seht mal, die Moral ist bei uns nur bei 3 Sterne, weil wir auf schwer spielen. Und bei den Gegnern auf
unfassbare 6. Die haben direkt schon von Anfang an einen Vorteil. Lupo! Ihr seht schon, wo der startet. Direkt bei Yuan Shu. Wenn wir nicht schnell bei Yuan Shu sind, stirbt Yuan Shu direkt. Das heißt, wir haben direkt Lubu als Gegner und direkt die größte Challenge des Spiels. Ur Xiong natürlich auch sehr erwähnenswert. Fan Shao und Xu Rong. Ja, noch die Einleitung kurz. Der Kampf gegen die gelben Turbane brachte Frieden in das kriegsgebeutelte Land. Dieser Frieden jedoch sollte nicht von Dauer sein. General Dong Zhuo kehrte aus der Kampagne mit dem Willen zurück, die Macht an sich zu reißen. Oh, ich bin so gut. Genau so ist es erzählt. Aber hier labern die auch kein Bullshit in Liebe 3. Liebe 3 ist sehr historisch korrekt. Im Namen des kindlichen Kaisers begibt sich Dong Zhuo in die Hauptstadt Luoyang und reißt die Regierung an sich. Mit Hilfe seiner neuen Macht und dem mächtigen Lu Bu an seiner Seite beginnt er schon bald eine Herrschaft des Terrors, die das Kaiserreich in seinen Grundfesten erlebt. Stimmt, der Kaiser war sogar noch kindlich. Seht ihr, das habe ich auch gar nicht erwähnt. Seht ihr, das ist so gut beschrieben hier. Getreue der Han-Dynastie schlagen sich auf die Seite des jungen Cao Cao, um seinem Ruf nach Freiheit zu folgen. Mit Yuan Shao als Anführer macht sich die Allianz der Gegner des tyrannischen Dong Zhuo auf, seine Herrschaft zu beenden. Im Jahre 191 treffen die beiden Armeen in den Ländereien östlich von Luoyang aufeinander. Mit dem Hintergrund der strategisch wichtigen Tore von Fan Shui und Huo Lao steht die Schlacht um das Schicksal des Landes kurz bevor. Mega geil zusammengefasst. Fehlt halt nur die Hintergrundgeschichte zu Lu Bu, die hab ich euch aber erklärt. Hammer. Einfach nur geil, das Spiel. Ja gut, die Challenge ist accepted, Freunde. Es geht gleich los. Heilige Scheiße! Wir sind jetzt schon mal 26 Minuten. Oh mein Gott, Freunde, aber der Hype ist einfach real. Ich denke, ihr zieht euch jetzt auch einen Stundenpart rein, oder? Weil die Schlacht geht auch noch mega lange. Ist mir aber egal. Ich mach doch hier keinen Schnitt, wir haben nichts erreicht. Ich wollte euch die Hintergrundgeschichte so groß wie möglich erzählen und das habe ich hiermit gemacht. Soll das beste Let's Play werden, deswegen bin ich hiermit richtig. Sie Territorium, Hulau. So, damit geht's los. Sehr kleine Energieleiste. Kau Kau, begib dich auf das Fan Shui-Tor hinauf. Ich finde die deutsche Synchro auch super gelungen. Yuan Shu, du greifst von hinten an. Ja, du greifst von hinten an. Yuan Shu wird gleich sterben. Liu Bei, geh hinten herum und behalte das Hulau-Tor im Auge. Ah, fuck, wir müssen hier den umbringen, sonst kommen wir hier nicht durch. Oh, Boss Machine! Und Tick Dead! Oh yeah, Bam! Ja, zur Spielphysik komme ich drauf zu sprechen, weil wir Lu Bu besiegt haben. Da ist jetzt erstmal keine Zeit für. Ja, und die! Arschloch! Ne, ganz im Ernst. Wir müssen uns echt beeilen. Yuan Shu, du reißt so hinten an. Lu Bu ist direkt bei ihm. Seht ihr das? Der ist gleich tot! Der ist gleich tot! Wir sind sofort zu Yuan Shu. Es ist. Das sind die Truppen von Yuan Shu. Aus dem Weg! Ja, Lu Bu ist da. Ja, wir müssen hier ganz schnell durch, sonst ist Yuan Shu tot. Aber ich will nicht, dass er stirbt. Deswegen, let's go. Ja, Yuan Shu ist in Schwierigkeiten, wir machen mal hier den Kaff auf. Mach doch hier den Laden auf. Hallo. Ist das denn so schwer? Ja gut, wenn der Laden jetzt hier nicht aufgeht. Klopf, klopf, Sesam öffne dich. Ach, hat Stein, Schalosch. Nö, geht nicht. Es geht nicht. Meine guten Zaubertricks, meine Zaubersprüche helfen auch nicht, dieses Dreckstor zu öffnen. Dann kann ich Yuan Shu leider nicht retten. Hallo? Na endlich! Es geht doch! Open the door, please! It just happened! Das Osttor ist gefallen! Durch Jing Fei! Ja, Yuan Shus Druckmoral sinkt, aber Bro, ich komme! In Sonic Speed, so schnell wie es Licht! Doch ich glaube, wir sind schon zu langsam. Der Lu hat bereits das Tor gesichert und Yuan Shu hat Probleme. Mächtig, Schwierigkeiten, na. Du. Ah, der Lu Bu Soundtrack, endlich ist er da. Bei DW2 gab's sie auch noch nicht. Ich muss noch so viele Sachen ansprechen, aber jetzt erstmal Lu Bu. Jetzt erstmal der Hype. Jetzt erstmal die Challenge schlechthin. Yuan Shu, Bro, ich bin da. Gemeinsam stehen wir diesen mächtigen Gegner durch. Wir können das schaffen, wenn du ganz fest dran glauben. Yuan Shus Armee hat sich immer noch nicht bewegt. Was? Yuan Shu,
Du hast mich getäuscht. Das ist auch noch eine Hintergrundstory, die ich auch noch erzählen möchte. Aber erstmal Lu Hu. Wo ist denn Yuan Shu jetzt? Er müsste sich direkt hier bei uns befinden. Ah ja, okay. Sehr schön. Okay, Yuan Shu, wir machen das. Wir stehen das durch. Wir kriegen die down. Es ist doch nur Lu Bu. Ich bin Zheng Fei. Und ich bin mindestens genauso stark. So, Zheng Liao kann das Tor sichern. Können hier alles kaputt machen. Aber uns werden die nicht niederstrecken. Stelle mich gegen dich. Wir haben Zheng Liao falsch geschrieben, aber egal. DW3 darf das. Und das war's schon. So schnell geht das. Es ist eine sehr leichte Schlacht, doch Lu Bu ist unfassbar schwer. Ihr werdet euch umschauen, wie ich jetzt in Schwierigkeiten gerate. Aber erstmal Gao Shun. Da ist er ja schon. Oh Gott, Lu Bu. Geh mir aus dem Weg, du Wurm. Wir werden sehen, wer der Wurm ist. Challenge accepted. Du willst auch meine Challenge. Und jetzt geht's hier los hier. Wir haben übrigens auch die Axt des Kriegs für uns gehabt. Wir machen mehr Schaden. Wir sind gefährlich. Aber jetzt... Oh, fuck it. Scheiße, guckt euch das an. Maximal gelevelter Charakter. Beste Waffe. Beste Abwehr. Die Abwehr ist maximal. Es geht nicht besser. Wir haben die maximale Angriffsstärke. Wir haben alles. Verfolgt Lu Bu nicht. Ich werde es tun. Ich werde Lu Bu töten, Yuan Shao. Oh Gott, das wird so schwer, Freunde. Ich schwitze jetzt schon. Oh Gott, was ist das denn hier? Ach du Scheiße. Sieht nicht gut aus. Guckt euch die Leiste an. Wir machen überhaupt keinen Schaden. Ah, fuck. Lu Bu Wache. Selbst die Wachen sind unfassbar stark. Schier unbesiegbar. Vergebt mir, die Leibwachen sterben ruckizucki. Können wir kaum was gegen tun, denn es ist Lu Bu. Immer wieder von hinten angreifen, er wird sich noch 5 Milliarden mal heilen. Das müssen wir auch noch mit einberechnen, sonst wäre es machbar. Aber mit Heilung ist es unfassbar schwer. Aber ich als DW-Profi kann diese Challenge akzeptieren. Alter, selbst die Leibwachen sind unfassbar stark. Ich hänge jetzt hier im Wagen fest, das ist gar nicht gut. Oh Gott, ich bin auch fast allein, ne? Man sollte nie allein in alten DWs vorauseilen. Oh Gott. Ah, die ganzen Leibwachen sind schon tot. Yuan Shus Truppenmoral sinkt, die müsste jetzt auf 0 sein. Da ist was zum Heilen, das brauche ich. Aber jetzt erstmal Lu Bu. Ich greife den weiter an. Ich krieg's. Krieg ich die Chain? Krieg ich die Chain? Ich hab ihn down! Yes! Mit... Alter, ist das geil. Ich habe jetzt natürlich mit Axt des Kriegsgottes ihn sehr schnell besiegt. Ach du Scheiße, habe ich das gut gemacht. Habt ihr die Schwierigkeit erkannt? Bitte sagt mir, dass ihr wenigstens die Schwierigkeit erkannt habt. Die Wachen sind unfassbar stark. Stärker als jeder Offizier, den wir hier in dieser Schlacht begegnen werden. Lu Bu selber hält unfassbar viel aus. Ich habe den Charakter maximal gelevelt und habe Angriff- und Abwehr-Items und die perfekte Waffe. Und trotzdem haben wir kaum Schaden gemacht. Und er konnte immer noch einen signifikanten Schaden auf uns selber machen. Aber wir haben es trotzdem geschafft. Mit der Axt des Kriegsjolls. Die Axt des Kriegsjolls, das war diese Axt, die ihr da eben gesehen habt. Die erhöht nicht unseren Angriffswert auf das Doppelte. Nur das maximale Angriff haben und das noch verdoppelt wird. Könnt ihr euch vorstellen, wie krass das dann ist. Und das mit der womöglich besten Waffe des Spiels für Zheng Fei. Deswegen konnten wir ihm guten Schaden zufügen. Und damit einen schönen Gesetz Musu war das dann auch geschehen. Normalerweise würde sich nicht, wenn er in Gefahrbereich gerät, nochmal zweimal vollständig heilen. Und das macht die ganze Sache hier unfassbar schwer. Aber ich habe es echt gut connected. Yuan Shu ist fast tot, aber ich helfe ihm jetzt hier aus. Ich hoffe, er wird noch überleben. Wenn nicht, ist auch egal, weil ich werde ihn gleich verlassen. Yuan Shu, ich werde ihn verlassen, mein Freund. Aber ich habe dir auf jeden Fall gut geholfen. Du hast keine Truppen mehr, du hast alles verloren. Nur nicht dein Leben. Nachschubseinheit ist aufgetaucht. Ich glaube, so hat man sogar die vierte Waffe von Zheng Fei freigespielt. Oder die fünfte Waffe, ich weiß nicht. Ist mir auch egal, ganz ehrlich. So, Freunde. Jetzt geht's wirklich los. Willkommen zurück zu Dynasty Warriors 3. Jetzt kann ich auch die Spielphysik gleich erklären, weil das musste erst getan werden. Lu Bu besiegen. Der Hype. Die Spielphysik in Dynasty Warriors 3 hat sich mächtig verbessert. Das gesamte Spiel ist viel ausgefeilter. Ihr habt schon gesehen, es gibt Items,
Es gibt Waffen. All das gab es in DW2 nicht. Das bestätigt übrigens auch wieder meine These, dass DW2 nur ein Prototyp war von diesem Spiel. Denn dieses Spiel ist ja auch nur ein Jahr nach DW2 erschienen. Die Soundtracks sind fast gleich. Und ja, es ist einfach ein besseres DW2, wie ich finde. Klar, der Aufstand der gelben Turban, also die Map in DW2 war legendär. Da kommt die in DW3 nicht mit, muss ich einfach so sagen. So ist es leider. Oh, unsere Leibwachen sind alle tot. Außer der hier. Hu-Jun. Hi, was geht? Ja. Jetzt gibt's Items und Waffen. Das gab's ja in DW2 gar nicht. Das war so ein bisschen unausgereift, wie ich finde. Ah, jetzt. All das, was man finden kann. Items. Gab so spezielle Items, so muss man spezielle Bedingungen erfüllen. Dann und dann den Gegner besiegen in der und der Zeit. Und all sowas, das weiß ich nicht auswendig. Jetzt habe ich auch nur einmal gemacht, logischerweise. War schwierig genug, teilweise muss man es im schweren oder sehr schweren Modus machen. Unfassbar hart war das. Aber ich habe es geschafft. Alles freigespielt, deswegen, wir werden auch das ein oder andere Mal die Items umswitchen, um euch einfach noch mehr zeigen zu können. Ich hoffe, ich mache hier ein super geiles Let's Play, was wirklich fast alles umfasst. Auch die Schlachten, die wir natürlich nicht auf der Schuhseite machen, werde ich dann im freien Modus nachholen. Also direkt nach der Schuhstory werde ich im freien Modus gehen und weitere Schuhschlachten spielen. Schuhstory endet also nicht damit, dass wir jetzt hier ja einfach nur die Story mit Cheng Fei machen. Nee, nee. Aber gut, dazu später mehr. Das ist das Organisatorische. Durch die Waffenvielfalt. Ey, wo ist mein Red Hair? Red Hair ist weg. Scheiße. Will nicht dieses Gammelpferd. Ach doch, da ist es ja. Red Hair ist einfach viel schneller. Ja, dadurch, dass es jetzt verschiedene Waffen gibt, gibt es auch noch mehr Kombos. Genau. Denn die erste Waffe, die man hat, die kann nur das Standard-Moveset, was man aus Dynasty Warriors 2 kennt. Schon die zweite Waffe hat eine Kombo-Erweiterung. Nämlich diesen Sprungangriff, den ich auch eben mehrmals gemacht habe. Der Sprungangriff ist gut, wenn man aus der Gefahrenzone kommt. Viele Gegner, die um euch rumstehen, können euch natürlich in Luft nicht treffen. Das ist ein Musu-Siegel. Musu unendlich lang, 10 Sekunden lang. Wenn der Musu nicht voll ist, ist er auch automatisch dann voll. Sehr schön. Gab es ganz selten auch schon in DW2. Ja, also nochmal zum Sprungangriff. Man ist einfach safe in Luft. Man gerät, wenn man umzingelt, ist aus der Gefahrenzone raus. Und macht guten Schaden bei den Gegnern, den man trifft. Darum habe ich den gemacht, weil ich möchte echt nicht von Lubu oder seinen Leibwächtern getroffen werden. Darum habe ich das alles getan. Dieser beste Angriff, nicht der hier, der wirklich viel trifft und am meisten Schaden macht, der hat sehr viel Startup-Lag. In der Zeit hätte Lubu mich treffen können und mich unterbrechen können und somit wäre ich in seine Combo geraten. Und auch in die Combo der Leibwächter und das wäre einfach nur tödlich gewesen. Deswegen habe ich es nicht gemacht. Ich kenne wirklich alle Tricks von diesem Spiel, Freunde. Ja, und wie gesagt, der Sprungangriff, der wäre schon mit zweiten Waffe möglich gewesen. Sehr schön. Das hier ist der Angriff, den man aus DW2 kennt. War da der beste Angriff. Gongsun Zahn hat Probleme. Ja, sorry, Gongsun Zahn, aber ich bin jetzt hier. Hey, da ist doch Yuan Shu. Ich meine, Yuan Shu ist vielleicht nicht die beste Hilfe, aber... Achso, der hat auch Probleme. Okay, sorry. Kann ich jetzt nicht ändern. Ich möchte jetzt Hua Xiong sehen. Hua Xiong war ein furchtloser Krieger. Hat das Zishui-Tor bewacht. Ich glaube, hier ist auch wieder das Fan-Shui-Tor, was eigentlich nicht korrekt ist. Aber nun gut. Oh, Hua Xiong will es wissen. Macht trotzdem nicht viel Schaden durch unsere vierte Waffe. Durch den Abwehrboost. Sonst hätten wir den nicht. Oder Schlangenamulett nicht. Wäre der Schaden immens im schweren Modus. Nur wir haben uns jetzt perfekt gerüstet. Das ist einfach unser Vorteil. Und ich schätze jetzt nicht den schweren Modus. Und es ist eine einfache Schlacht. Die Gegner sind sehr schwach anzusiedeln. Nur Lubu war halt eine Ausnahme. Aber die normalen Offiziere sind sehr schwach, weil es halt die erste Schlacht ist. Lasst euch nicht unterkriegen. Strengt euch an. Ja, lass du dich bitte nicht unterkriegen, denn du bist ja in Schwierigkeiten. So, hier ist die Treppe, da komme ich, glaube ich, mit dem Pferd nicht hoch. Genau, so ist das leider in DW2 manchmal. Trotzdem war ein Unteroffizier von Hua Xiong, der zieht sie jetzt zurück und jetzt müsste sich auch das Tor öffnen und Sun Jian, der müsste jetzt hier nachkommen. Wir können natürlich in DW3 auch wieder den Bogen benutzen. Wir haben 20 Pfeile von Anfang an, es sei denn, wir rüsten uns mit diesem einen Item aus, wo wir mit mehr Pfeilen starten, also so praktisch ein größerer Köcher. Könnten Huangs Bogen ausrüsten für einen stärkeren Bogenschaden. Man hat so viele Möglichkeiten hier, man. Wirklich, es ist für jeden was dabei. Man könnte den Blitzbogen nehmen, könnte den Feuerbogen nehmen.
hat echt so viele Möglichkeiten. Hier wieder der schöne Sprungangriff. Aber Moment, kurz Fanshawe besiegen und dann geht's nach Gongsun-san. Ich möchte denen dann doch noch helfen. Ja, es gibt so viel zu erklären, Freunde. Ist natürlich schade, dass wir das nicht bei einem gelben Turban aufstatt machen kann, weil... Ja, Hu Lao hat eigentlich sehr viel Hintergrundpotenzial zu erklären, was ich jetzt nicht erklären kann, weil ich noch die Physik des Spiels erklären möchte. Gut, vom Pferd aus kann man natürlich auch normale Angriffe machen, Sturmangriff mit Dreieck. Da oben des Tors lasse ich jetzt mal. Beim Tor kriegt man natürlich auch immer wieder eine Abwehrboost, wie man schon in DW2 gekannt hat. Da meine Charaktere alle maximal gelevelt sind, geier ich jetzt nicht daher dem hinterher und lasse es einfach so. Zu der Story zu Sun Jian und Yuan Shu möchte ich noch kurz was loswerden, weil er gesagt hat, ja, der hat mich im Stich gelassen oder so. Es gab eine schöne Zwischensequenz in Dynasty Warriors 4, wo Yuan Shu dann, ja, diese List plant. Die hatten kurz vorher wohl einen Streit, eine Meinungsauseinandersetzung, und da wollte Yuan Shu Sun Jian eins reinwürgen, denn Yuan Shao hat Yuan Shu beauftragt, Sun Jian den Nachschub zu sichern, und das hat er nicht gemacht. Er hat den Nachschub einfach nicht ihm geliefert. Und deswegen hat Sun Jian eben gesagt, ja, du hast mich im Stich gelassen, du hast mich enttäuscht, du bist ein Arsch. Und ja, Yuan Shu ist wirklich ein Arsch in dieser Schlacht. Das ist so die Hintergrundstory. Jetzt weiter zur Physik. Freunde, ich bin nur am Erklären. Sorry. Ich würde auch gerne was zum Schlachtfeld sagen, zur Schlacht an sich, aber es geht nicht. Also, wir können den Standard-Dreieck-Move. Kennt man alles aus DW2. Wieder den Move, dann wieder... den Stun-Move, wenn der trifft, ist der Gegner betäubt. Hat man eben da an die Leibwächter gesehen. Kann dann lange Zeit nichts machen. Und wenn ein Gegner betäubt ist, kriegt er natürlich noch eine Combo rein. Ist ein Gegner in Luft oder kriegt eine Combo, nachdem er betäubt ist, in der Fresse, macht es allerdings nicht zu viel Schaden, weil es sonst overpowered wäre. Man muss auch dran gedacht. Dann natürlich hier diesen Sprungangriff, der mit der zweiten Waffe ermöglicht wird. Und dann halt diesen Stampfangriff, der Jing Fei exklusiv ist. Ich krieg ihn jetzt nicht hin, sorry. Jetzt. Sehr gute Range, sehr stark, wirft alle Gegner um. Ist übrigens auch eine Anlehnung an DW1, denn da konnte der es auch, den Gegner zu Fall bringen mit einem Erdbeben. Ja. So viel zum Thema Sturmangriff. Also... der mächtigste Angriff da, dieses Erdbeben, das wird mit der dritten Waffe bereits ermöglicht. Die vierte und fünfte Waffe haben meistens nur Spezialeffekte. Oder halt auch Elementarsachen noch da drauf. Li Ru ist das. Der engste Berater von Dong Zhuo. Bekannt für seine bösen Intrigen. Ein sehr böser, böser, böser Mensch. Hat hier Bogenschützplatz. Ja, sehr geile Atmosphäre. Direkt erstmal Hinterhalt. Man fühlt sich wirklich... richtig am Arsch hier. Man fühlt sich richtig überrascht. Sehr gefährlich. Überall tauchen sie auf. Man fühlt sich umzingelt. Man fühlt sich wirklich wie das Lamm in einer Schlachtbank. Sehr genial gemacht. Es ist ein großer Pluspunkt beim Hu Lao Tor von DW3. Ansonsten bin ich nicht so der größte Fan von dem Hu Lao Tor, muss ich leider sagen. Ich meine, es ist nicht schlecht, aber es ist auch ein bisschen komisch irgendwie. Es ist einfach so ein Chaos. Guckt euch das doch mal an. Da sind ein paar Tore und da ist das große Tor und alles ist irgendwie... es ist irgendwie so durcheinander, ich weiß nicht. Lu Bu greift direkt Yuan Shu an. Finde ich ein bisschen strange. Aber an sich macht es natürlich Spaß und ist schon ganz gut durchdacht, wie man hier sehen kann. Wie geht's dir eigentlich, Gongsun-san? Ach, du kommst klar, ne? Nur Yuan Shu eben nicht. Aber der ist auch, glaube ich, noch angeschlagen wegen Lu Bus Truppen da. Wie sieht's jetzt eigentlich aus, moraltechnisch? 2, immerhin. Ich find's okay, ich find's okay. Er hat sich gut gehalten. Von Moral 0 und dass er alles verloren hat, dass er jetzt wieder 2 Moralsternchen hat. Ich find's okay. Sun Jian 3, Gongsun-san 3. Ja, ist alles okay. Ist alles im Rahmen, Freunde. So, wenn wir das jetzt hier weitermachen, dann stehen wir gut da. Alter, Lu Bu habe ich echt sehr souverän besiegt. Natürlich auch mit ein bisschen Glück. Seine Axt des Kriegsgottes kam. Aber, ja, was spricht dagegen? Ich werde für die ganz großen Kritiker unter euch natürlich auch nochmal Lu Bu auf sehr schwer besiegen. Los, wir werden als Erste beim Hu Lao Tor sein. Ja, jetzt werden die Ramdöcke platziert. Denn, in DW3 kommst du nicht einfach so da rein. Wenn sich das Tor öffnet,
stürmen wir die Burg. Genau. In DW3 kommst du nicht einfach so rein. In DW2 musste man ja nur Liro besiegen, der vorm Burgtor stand. Und dann öffnete sich das Tor. Hier ist es anders. Wir müssen die Rammböcke das Tor erreichen und ein bisschen da vorm Tor warten. Das Tor halt einrammen. Ansonsten kommen wir da nicht rein. Die Bogenschützentürme sind sehr populär in DW3. Jetzt sehr oft in ganz vielen... What? Fuck! Scheiße, was ist denn da oben? Gusti Luigi. Sau, sau. Schaffst du das? Ich hoffe es doch. Der Typ hat jetzt echt Probleme. Und ich habe Red Hair stehen lassen. Ich kann jetzt nicht einfach zurück. Angriffseinheit wurde aufgerieben. Oh mein Gott. Hey, ein Gegenangriff. Narren, greift an. Das war wahrscheinlich historisch wirklich so. Weil in DW2 hatte Dong Zhuai auch einen Hinterhaltstrupp da platziert. Lirus Einheit ist aufgetaucht. Ja, wo ist er denn? Der alte Spast. Bogenschützen platzieren. Mehr kann er noch gar nicht. Jetzt soll er mal endlich rauskommen und zeigen, was er kann. Ganz im Ernst. Liru, wo bist du, du Schwein? Die Dash-Attack ist Witz von Zhengfei. Einfach wegrammen, so. Da sind unsere Rammböcke, glaube ich. Sieht ein bisschen strange aus, ey. Da, Sprungangriff. Das war schon fast. Hier und Schaus Truppmoral sinkt. Er will sich heilen. Lass ihn natürlich nicht zu. Hier ist nicht so unfair wie in DW2. Die können sich nicht instant heilen. Wir brauchen die ein bisschen. Kann man manchmal unterbrechen. So. Liru ist besiegt. Ist Zauzo jetzt tot? Zauzo wurde ruckzuck besiegt. Seht ihr den Schwierigkeitsgrad? Auf leicht wäre es nicht so schnell passiert. So, jetzt muss ich aber echt zurück, Freunde. Fuck. Fuck, 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 fuck. Wo kriege ich jetzt so schnell ein Pferd her? Yuan Shao wird sterben. Oh mein Gott. Gott, Freunde, das ist echt heftig. Komm, haut doch mal ihr die vom Pferd. Oh, scheiße. Ist dies wirklich das Ende? Ja, Zauzo, du bist bereits schon besiegt. Wieso redest du eigentlich noch? Boah, ey, es ist heftig, Freunde, ihr seht es. Oh, Yuan Shu, dir geht's, glaube ich, nicht mehr so gut, ne? Übel, übel. Wo ist Red? Ah, da ist Red Hair. Boah, ich bin richtig angespannt gerade. Es ist total jetzt hier die Umdrehung des Spießes. Es lief so gut. Doch jetzt durch diesen Hinterhalt hat sich alles gedreht. Yuan Shao ist in Gefahr. Er ist allein zurückgeblieben. Geht nicht mit uns an der Front. Deswegen muss ich zurück und ihn retten. Li Jue und Gu Xi müssen sterben. Und später noch sehr wichtige Offiziere. Denn nach Dong Zhuais Tod haben sie den Kaiser in ihren Besitz genommen und wollten die Macht des Kaisers für sich haben. Aber Cao Cao und Xu Huang haben ihn aufgehalten. Beziehungsweise die beiden aufgehalten. Und der Kaiser wurde auf Rat von Xun Yu nach Xu Cheng gebracht. Und seitdem war der Kaiser in Cao Caos Gewalt. Da die Rammböcke haben gute Arbeit geleistet. Das Tor ist offen. Hu Laotuo ist gefallen. Jetzt geht Yuan Shu rein und stirbt. Ich kann es nicht ändern, aber Yuan Shu hat echt lange überlebt. Im Gegensatz zu Cao Cao. Aber es war echt fies. Kann Cao Cao nichts machen. Ihr seht schon, Yuan Shao bewegt sich nicht mehr. Er ist praktisch vor Angst erstarrt. Ja, Yuan Shu wurde jetzt besiegt. Aber, Freunde, ich habe ganz gute Arbeit geleistet, ihn lange zu beschützen. Wichtiger ist es, Yuan Shao am Leben zu erhalten, weil wenn er stirbt, was schnell passieren kann, ihr habt gesehen, wie schnell Cao Cao stirbt, dann haben wir verloren. Und da habe ich echt keinen Bock drauf. Jetzt ist es so gut gelaufen gegen Lu Bu und so. Jetzt möchte ich hier nichts mehr. Nichts, aber absolut gar nichts mehr riskieren. Gu Xi, Li Jue, ich komme. Moral auf 6 gestiegen. Durch die Einnahme des Tors und durch das Besiegen von Cao Cao. Lasst Wen Shao in Ruhe. Einer der stärksten Krieger von Yuan Shao. Gemeinsam mit Yan Yang. Ein Musu, das war's. Vierte Waffe Power. Tiger Amulett Power. Und Level Power, weil hier sind echt alle Charaktere maximal gelevelt. Ah, schön. Komm, ich stun dich mal. Naja, hab nicht getroffen, weil die Kamera gerade gesackt hat. Ey! Da ist dieser Ausweichsprung übrigens. Der L1 drückt, wenn man am Boden ist. Macht er so einen Sprung. Und stellt sie wieder automatisch auf. Das, ja, wenn man dieses eine Item da hätte, diesen Umhang, dann geht das automatisch. Ich verstehe nicht, welchen Sinn das erfüllen soll.
Ist er schon besiegt? Ich hab echt jetzt besiegt? Ich hab's gar nicht gemerkt. Lucio oder wer das war? Der war auch eben noch am Leben. Er ist durchs Erdbeben besiegt. Boah, guck mal, wie schnell ich die alle besiegt habe. Es ist krass. Heftig. Das waren die gesamten Nintals drum, Freunde. Gut, dann kann ich mich hier aus dem Staub machen, ne? Die Gefahr... Ach nee, hier ist noch was. Hier ist noch was. Helfen wir kurz aus. Müssen ja nicht alle besiegen. Guck mal, was wir für eine schöne, schnelle Mobility haben mit Red Hair. Nehmen das Pferd sehr gerne. So, es reicht. Jetzt geht's dem Tyrann Dong Zhuo an den Kragen. Auf geht's. Angriff auf das große Hulao-Tor. Tigerkäfig-Tor heißt das. Dieses Tor galt als uneinnehmbar. Nicht nur, weil es von Lubu bewacht wurde. Historisch gesehen, hier war Lubu ja woanders platziert. Weil die Wände nämlich auch mega hoch waren. Aber die Ramböcke haben gute Arbeit geleistet und das Tor scheint einnehmbar zu sein. Wir haben es ja schon eingenommen. Nur die Festung muss noch eingenommen werden. Nur noch Dong Zhuo muss besiegt werden. Ist noch ein großer Weg bis dahin. Pfeile nehme ich gern mit. Wer weiß, wie viele Bogenschützen in Wachtürmen da noch auf uns warten. Es ist immer wichtig, sowas mitzunehmen. So. Yuan Shao tut jetzt so, als wäre er der große Held. Geht auch an der Front in den alten DWs. Ich habe schon in DW 2 gesagt. Ist der Yuan Shao ein etwas anderer. In heutigen DWs wird immer so als der Adlige dargestellt. Bezieht sich immer auf den Adligen Status, hat so einen leicht trotteligen Charakter. In den alten DWs ist es aber anders. Er ist einfach nur der schlichte Oberbefehlshaber. Wird als starker Mann dargestellt, der weiß, wie er eine Armee zu führen hat. So wird er hier dargestellt. In neuen DWs ist es anders. Seit DW 6 hat sich sein Charakter verändert. Ja, Freunde, los geht's. Oh, Yan Liang, was machst du denn hier? Du hättest mal lieber deinen Herrn und Meister beschützen sollen. Musste ich jetzt erledigen. Na gut. Die Yuchan wartet auch noch, aber das sollte auch kein Problem sein. Wir haben bereits Lubu besiegt. Jetzt steht uns wirklich nichts mehr im Wege. Irgend so ein Zahn. Der Held des Nordens. Bogenschütze! Oh, ich hasse Bogenschütze. Bogenschütze sind die eines Warriors. Vor allem die alten. Das geht gar nicht. Müssen unbedingt aus dem Weg geschaffen werden. Jeder starke Offizier hat hier eine Zwischensequenz, die auch synchronisiert wurde. Es ist später nervig, wenn man es zu oft hört, aber ich werde es trotzdem mal wieder auslaufen lassen, weil ich es einfach episch finde. Aber an sich sind die natürlich super gemacht. Hier Chan war überhaupt keine Bedrohung. Damit ist Wang Yun gemeint, als Kiddy, wo ich gar nicht wirklich die Story kannte, habe ich mir erst im Laufe der DWs angeeignet, sowie durch Selbstlesen der Geschichte. Habe ich immer gedacht, sie meint Dong Zhuo. Ich habe früher gedacht, Dong Zhuo ist ihr Vater, das ist aber natürlich falsch. Wang Yun ist ihr Vater. Aber die Story habe ich euch ja auch schon erklärt. Genau wie in DW 2 hat er, glaube ich, hier zwei Torwächter, ja. D3 Torwächter sogar. Er hat es nochmal übertrieben. Er hat noch einen draufgesetzt. In DW 2 war es schon nervig, wenn man hier im Hula-Autor war. Dass Dong Zhuo zwei Torwächter hatte. Aber hier sind es jetzt drei. Noch eins mehr. Und das ist echt zum Kotzen. Kommen unendlich Truppen raus aus so einem Tor. Wenn man die nicht einnimmt, ja, wird es nie ein Ende nehmen hier. Ein weiteres Opfer für meinen Ruhm. Ich mag die Stimme von Dong Zhuo. Nicht so der Mega-Tyrann von der Stimme, aber irgendwie auch eiskalt und böse. Einfach so perfekt. Freue mich auch schon auf Extreme Legends, Dong Zhuo's Story. Super genial. Dynasty Warriors 3 Extreme Legends ist auch eins der besten Extreme Legends, nach DW5 Extreme Legends. Die einfach so viele What-If-Szenarios mit den anderen Charakteren eingefügt wurden. Mega geil. Aber erstmal das normale DW3. Ich freue mich sogar noch ein bisschen mehr auf Extreme Legends. Weil sowas von speziell ist. Bäh! Ich werde auch mal dann andere Leibwächter nehmen mit anderen Waffen. Wir werden noch so viel hier erleben, Freunde. Es ist unfassbar. So, schauen wir hier kurz rein. Ein bisschen Leben gibt's hier. Hier ist noch ein Bogenarsch. Da auch. Sehe ich jetzt mal mit der Pfeil.
Cheng Fail benutzt einen Bogen, ey. Normalerweise voll der Hau-drauf-Typ. Säufer en masse. Also er ging oft betrunken zur Schlacht, hat auch schon seine Verbündeten angeschrien, weil er so besoffen war und nicht mehr klar denken konnte. Hier ist Dong Zhuo, möchte den schon besiegen? Nein, das möchte ich nicht. Bei alten EW ist es eigentlich auch immer wichtig, mit den Verbündeten mitzugehen. Weil vor allen Dingen auch die Bosse ziemlich stark sein können, auch die normalen Truppen. Klar, ich habe jetzt die beste Waffe und die perfekten Items, deswegen wirkt das ein bisschen leichter. Und es ist sowieso noch eine relativ frühe Schlacht. Aber seht es wirklich als sehr wichtig an, mit der Verbündeten mitzulaufen. Im sehr schweren Modus ist es essentiell, sonst schafft man es nicht. Wenn ihr da alleine nach vorne geht, seid ihr sofort tot. Und ich mein's ernst. So, besiegen wir die noch, dann stoßen wir gemeinsam mit... Hey, hier sind ja noch ein paar Wei-Truppen. Mit Han Dang und Li Wei und Huang Gai an der Front gegen Dong Zhuo. Er ist jetzt wirklich der einzige Überlebende noch. Ich wollte bestimmt noch so viel sagen. Ja, genau. Ja, da ganz unten, wo Zhang Fei steht. Bei Zhang Fei Bild steht unsere Pfeilanzahl. Das Blaue ist unsere Lebensleiste und darunter die Musu-Leiste. Das sind natürlich mega Basics, die ich noch gar nicht erwähnt habe. Da oben ist die Karte, darüber die Moralanzeige. Moralanzeige blau, das heißt, die Moral ist auf unserer Seite. Sieht man ja auch daran, weil nur Dong Zhuo als Gegner da ist. Ich kann die Karte auch verändern. Das ist so eine Mini-Karte von der örtlichen Umgebung hier. Und ja, das sind jetzt wirklich die Basics. Und da oben bei der Lebensleiste der Gegner sieht man mal so ein Sternchen. Das zeigt die Moral der Gegner an. Ich möchte eine Putt-Situation erreichen, um ihn dann eins reinwürgen zu können. Genau, das ist nicht ein Free Punish in your face. So, da liegt er wieder. Liu Bei heilt sich. Ja, oh, Dong Zhuo hat ihn schön angeschlagen. Also ihr seht schon, wie stark die Bosse sind, ne? Der Dong Zhuo hat schon ein Bu-Niveau. Ja, nicht ganz so krass. Also er macht nicht so viel Schaden, aber er hält so viel aus. Naja, er macht schon viel Schaden. Also das ist halt der schwierige Modus. Die Bosse in DW3 sind richtig krank. Guck mal, Dong Zhuo ist übrigens ein Charakter mit dem meisten Leben vom gesamten Spiel. Die Lebensleiste ist so krass, dass sie sogar schon in die Moralleiste da oben über der Karte reingeht. Das ist unfassbar, oder? Also ich find's heftig. So, Dong Zhuo. Komm nur her. Oh, shit. Selbst die Wachen sind gut. Das finde ich auch so schön bei alten DWs. Die normalen Truppen nicht einfach solche Lappen sind wie bei den heutigen. Das ist nicht so bei den heutigen so blöd, ne? Ich hoffe, er heilt sich jetzt nicht. Aber es ist nicht so wie bei DW2, wenn die runterfließt, sie sich direkt heilen. Nee, nee. Nein, nein, nein. Mein Plan. Nun ist alles ruiniert. Tja. Aber ich wollte so gut für dich. Zhang Fei, voll die coole Pose. Ja, ich stehe hier ein bisschen so leicht eingedückt. War das schon alles? Darauf erstmal ein Trinken. Ich hätte noch so viel zu einzelnen Charakteren sagen können, Freunde. Es ist unfassbar. Aber die Basics sind erklärt. We are ready for this game, würde ich sagen. Langspeer ist für die Leibwächter. Da haben wir ein besseres. Können wir austauschen. Der zitternde Berg, Pfeile plus 8. Wir haben, glaube ich, Pfeile plus 26 oder so. Wir haben ein besseres Item hier, plus 1 nur. Ja. Schwierigere Schlachten geben natürlich auch bessere Items. Werden natürlich wieder Punkte zusammengerechnet. Die werden durch K.O.s und besiegte Offiziere errechnet und durch die Zeit. Charakter ist schon maximal. Ranglistenplatz. Ach, das gibt's auch wieder. Fuxi? Hä? Okay. Ach, das ist allgemein. Wo ich am besten mit war. Ja, okay. Okay. K.O.-Rangliste 1000 mit Lubu. Mhm. Spielzeit-Rangliste mit Diochan. Ne, mit Cao Cao am längsten. Achso, wo man am wenigsten für gebraucht hat mit Diochan, okay. Ja, ganz nice to know. Wir speichern, überschreiben. Was überschreiben wir denn? Wir überschreiben. Zu Rong. Und im nächsten Part geht's weiter mit der prägenden Schlacht für Zhang Fei, nicht der Schlacht von Changban. Ich hoffe, ihr seid auch wieder dabei. Gebt diesem Video auf jeden Fall einen Daumen hoch für diesen mega langen Part. Ich habe so viel Arbeit reingesteckt, so viel Emotionen
macht dieses Let's Play zu einer Legende. Ich brauche euch, ich brauche eure Hilfe für dieses Let's Play, ohne Witz. Hier ist mein Herz drinne. Und ich würde mich echt freuen, wenn ihr das honoriert. Ich weiß nicht, wie diesen Part einen gefallen könnte. Aber... ja. Ihr müsst wissen, die Entscheidung liegt bei euch. Daumen hoch oder Daumen runter, ne? Ich würde sagen, falls es euch gefallen hat, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Ich denke, es hat euch gefallen. Mir fehlen auch langsam die Worte. Ich bin jetzt hier über eine Stunde fleißig am Kommentieren und boah. Die Luft ist gerade so ein bisschen raus. Aber ihr kennt es ja. Daumen hoch, falls es euch gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis dann und ciao. Und danke fürs Anschauen. Macht's gut, haut rein. Ich hoffe, dann seht ihr auch wieder beim zweiten Part, wo ich ebenfalls genauso krass wieder kommentieren werde und genauso viel Emotionen reinstecke. Schlacht von Champagne. Sehr legendär. Die Schlacht von Zhengfei schlechthin. Verpasst sie auf keinen Fall.